Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Heute mal ein riesengroßes Set von Sembo. Trägt die Nummer 5307, ist ein Stoffladen, fahrbar, mit 165 Teilen und der stolze Preis von 3,95 €. Haben wir im Bluebricks Shop gekauft. Das ist eins von diesen vier Fahrzeugen. Zwei haben wir schon. Es fehlt nur noch eins. Klemmi ist auch da. Er möchte uns gern sagen, welches fehlt. Duster. Duster. Wir haben aber keinen Duster. Deswegen fehlt er aber auch. Wir haben den NCV und einen Docker und keinen Duster. So. Okay, dann wollen wir mal schauen, was da drin ist. Ich tippe mal ganz böse auf Klemmbaustein. Ich gehe davon aus, dass da irgendein Zettel drin ist. Echt? Und da steht drauf, hier ist nichts drin, oder was? Und eine Rolle Tapete. Eine Rolle Tapete, ui. Fehlt dir die noch bei dir im Zimmer? Eine Tüte. Noch eine Tüte. Jetzt wird's aber albern, da ist ja noch eine Tüte. So, und dann haben wir hier als Bauanleitung ein Faltblatt. Ich mache gerne so kleine Sachen. Da kann man dann echt mal sehen, was die Leute für Fantasie haben. Herrlich, das Ding sieht herrlich aus. Gebe ich gleich hier unserem Klemmmeister. Die Tapete ist eingerollt, aber. Muss erst noch gerollt werden, ne? Ja. Hallo, das sind jede Menge Stoffballen, die hier rumliegen. Das sind Transferaufkleber, wie bei Sembo fast immer üblich. Sollte aber aufgerollt werden, ne? Können. Ja, weil sie schon halb gebogen ist. Oh, ich bin statisch aufgeladen. Also keine CPUs und Speichersteine anfassen, sonst habe ich Schrott in der Hand. Ja, so. Ich mache mal hier wieder den lockeren Reifendienst. Also Figuren sind keine dabei. Geht da richtig drauf. Hast Reifen gelernt? Also drauf damit. So. Vorderrad erledigt. So, das Profil von den Hinterrädern ist beidseitig verwendbar, muss man also nicht auf die Laufrichtung achten. Na. Wollte er da flüchten gehen? Ja. Oh, läuft gut. Sehr schön, gefällt mir schon. Klemmkraft ist sagen.
Haft. So. Ach, ja. Nehmen wir den, bis wir den anderen finden. Hm? Ja, wäre ganz praktisch. Wenn jetzt mein Aufbau fertig wäre, könnte man losfahren. Könnte man. Aber die Karosseriebauwerkstatt da drüben, Marke Klemmi, schlimm. So, ich denke mal, das ganze grüne Zeug ist gleich mir. Ja, ist komplett, ist da. Fast komplett. Und die Dinger waren auch mir. Grün. Und sofort grün haben. Na. Bleib hier. Könnte man auch mal einen Film drüber drehen. Klemmbausteine auf der Flucht. Mit Richard Brick. Ja. So. Okay, jetzt habe ich es kopiert. Ach, hier liegt es wo rum. So, Dude. Ich würde mir gerne mal den Bauplan angucken. Mal so kurz. Zwei.
Vierer, der kommt hier drauf. Gut, okay. Dann kannst du nur haben. Da. Muss man ja zu Werkzeug greifen, was man dafür einsetzen kann. Auch nur das Grüne. So. Dreier.
langsam. Das sind zwei Orange. Einmal eins round. Gib mir mal die zwei. Die gehören hier noch hin. Nichts drauf. Zwei blaue, zwei von den anderen, die auch nur zwei davon.
Ein Blödsinn machen. So, hier habe ich das Dach. Das ist komplett. Zwei Räder. Hier. Dann habe ich soweit alles. Die weißen Stöpsel kommen da rein. Ist egal wie. Okay, ich bin soweit fertig. Dann gib mal auf. Boah, ich mich hier mit dem Display da quälen. Hier drauf schummeln. Alles ein bisschen filigran, hohe Klemmkraft, also Vorsicht. Ruckzuck, macht's knack. Wir müssen auf den Boden rumkriechen und das Ganze neu bauen. So. Nicht so weit rein. Es wird dann gekontert mit zwei schwarzen. Weil die kennen deinen Fahrstil. Ein ganz ruhiger Fahrer. Ja. Was hier? Das ist alles Ersatz. So, mal ein bisschen Licht. So, sieht ja gut aus. Sieht fantastisch aus, ließ sich gut bauen. Wie die hier das Fenster eingebaut haben, eine wahre Freude. Das ist der Hammer. Du hast natürlich hier wieder die ganzen Stoffe hier wieder total durcheinander gemacht. Ja, Fahrtwind. Der Fahrtwind. Ja, ja. Schicker kleiner. Hat er wieder Stoff ausgesucht hier für seine Socken oder so. Geiles Teil. Hallo, für 3,75, ne? 95, 3,95 Euro. Ja. 165 Teile. So, wir haben jetzt hier 25 Minuten dran gebaut. Einer allein kriegt es hin in 35 Minuten.
Ich dachte 20. Ja, auf jeden Fall. Haben wir aber bedenkt, ja, dass wir vorneweg noch ein bisschen geredet haben, ausgepackt haben und alles. Ja. Geiles Teil. Ja. Es passt gut zu den anderen zwei, die wir haben. Passt auch mal gut sehen. In jede City. Ja, auf jeden Fall. Ob das jetzt hier eine asiatische City ist oder eine europäische. Das ist vollkommen egal. Das passt auf jeden Fall rein. Irgendwo ein Marktplatz, ja, wo alles Mögliche verkauft wird. Und dann passt der fantastisch da rein. So. Vor allem anstatt den Klamotten kann man auch andere Sachen reinbasteln. Richtig. Zum Beispiel eine Brickbar. Sehr kreativ. Ja. Das Fahrzeug wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Gut, die Aufkleber haben wir nicht drauf gemacht. Obwohl es dann da wahrscheinlich noch viel besser ausgesehen hätte. Egal. Wir machen sowieso keine Aufkleber drauf, außer es bleibt so und es bleibt hier. Da wissen wir noch nicht, was wir tun. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wenn ihr so Sachen zusammengebaut habt, schreibt es uns in die Kommentare rein, was ihr von diesen kleinen Sets haltet. Wir haben mittlerweile schon mitbekommen, die Leute wollen so kleine Sets, die wollen nicht die riesen Dinger, die wollen das, was sie sich leisten können und mal nebenbei verschenken. Das ist das, was gefragt wird. Und ich weiß, wie es ist, wenn man einem Neffen etwas schenkt, was er gar nicht haben will, womit er nichts anfangen kann, oder das Zeug ist kaputt oder lässt sich nicht zusammenbauen. Ja. Dann hast du Stress an der Backe. So, dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns und wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschüss.